Ja, liebe Zuschauer, ich muss den Herrn mal vorstellen. Ja, das stimmt. Geht ja, das stimmt. Alfons, ich finde es toll. Ohne Kochjacken, da bin ich gar nicht erkennen. Jetzt sind wir so richtig im Paradies, gell, am Platzl. Das stimmt. Ja. Was ist das Schöne am Platzl? Ich finde, wenn es ein Paradies gibt in München, dann ist es das Platzl. Ja. Weil das ist ein Ort, der war ja schon mal ein bisschen unrund. Ja. Und ich finde so einen schönen Flair. Also nette Leute, zigtausende gingen da durch. Man hat so einen Hauch von Italien auch. Ja. Die Hitze, wenn die Sonne richtig reinscheint, ja. Abends schön warm. Also ich mag das Platzl wahnsinnig. Ja. Jetzt wollen wir einfach mal schauen. Das ist ja schon irgendwie, du bist ein Teil von München. Ja? Und das ist schön. Also das ist wirklich schön. Und darum müssen wir jetzt einfach mal schauen, wo gehen wir als erstes hin. Ja. Also als erstes kann es ja sein, dass du da umwohnst. Gell? Kann ja sein. Das wollen wir nicht filmen. Das wollen wir gar nicht sehen. Aber das Orlando-Haus kenn ich. Sag ich dir mal was aus meiner Geschichte. Ich habe damals, da war ich vielleicht 20, da habe ich so einen Mini-Cooper gehabt, so einen roten. Dann bin ich da runtergefahren, das war das Orlando. Reihe natürlich, Reihe. Ja, genau. Orlando Di Lasso. Coupé. Ja, Orlando Di Lasso. Genau. Und das war früher auch, da war riesige Musik. Sagen wir mal so, das Orlando als solches hat ja schon viele verschiedene Lokalitäten gehabt. Einmal war es ein Bar, dann glaube ich war es einmal Wienerwald, also alles Mögliche war das eigentlich schon. Aber das hat jetzt so, ich finde, das Platzl hat sich jetzt gefunden. Ja. Ja. Wunderbar. Und die Leute ist das auch richtig? Nein, nicht. Ich bin happy, dass ich da sein darf und dass ich dem Platzl vielleicht so einen regionalen, so einen bayerischen, so einen Münchner Flair geben kann. Kannst du sagen, dass du dem Platzl ein neues Platzl gibst? Naja, so schlimm ist es nicht. Nein. Aber das Platzl hat einfach einen super Namen und man sieht ja, dass die Leute gern da hergehen. Ja. Du siehst es ja hier ganz normal, keine Spinnerei, nichts, einfach alles super. Und da drüben, wo es das Starbucks Café war, da war ja die Lola Montes Bar. Das weiß ich nicht. Das war ein Striptease-Land. Du, ich sag das. Ja, warst du noch nie in einem Striptease-Lokal? Nein. Noch nie? Es nicht lügen gehen. Aber nicht am Platzl. Okay. Als ich ans Platzl kam vor 16 Jahren, war da hinten oben noch ein Club, da wo Hardrock steht, hinterm Hardrock in dem Haus, war nur ein Club und da vorne ums Eck war auch im Keller noch halt, war nur ein Club. Ja. Und jetzt ist das alles heraus und ich finde, jetzt hat das einfach den Flair, den das Platzl auch verdient hat. Ja. Nein, ich muss dir da eine Geschichte erzählen, weil ich hatte so einen ganz konservativen Chef und das Lola Montes war ein ganz edler Striptease-Laden. Und das war früher super. Also da sind wir Männer. Ich in allererster Linie. Aber dann mein Chef war so sehr konservativ, sage jetzt keinen Namen, ja. Und er lebt noch, wahrscheinlich schaut er zu. Aber sein Bruder war der Stammgast. Ja. Und dann habe ich mir, ich war auch so konservativ geführt von einem Chef, aber dachte, was ist denn da los? Auf welche Seite soll ich mich denn verlegen? Na, da du sehr flexibel bist, hast du kein Problem. Wir beide verlegt. Nein. Aber jetzt einmal, wenn man jetzt mal schaut. Hier diese Stadt München ist der Wahnsinn, oder? Nein, aber das schaut uns an, wenn die da am Hofbräuhaus vorbeiflanieren. Wenn man halt in München ist als Tourist, sucht man das Hofbräuhaus. Und jetzt muss ich dir noch was sagen. Ja. Am Tag fragen mich 20 Leute Minimum. Ja. Excuse me, where is the Hofbräuhaus? Ja. Also schau mal danach, da oben steht's. Weil du siehst das von dem Winkel aus, vermutest du das Hofbräuhaus nicht. Dann zeigt dir mal eine Karte, also eine Frontansicht drauf. Zum Beispiel steht auf dem Hügel. Aber jeder sagt, excuse me, you are Alfons Schubeck. Nein, das sagen. Wo ist denn der Bratwurstkoch? Nein. Der Würstelkoch. Jetzt sag ich mal, es ist ja irgendwie so ein kleines München, was du da hast. Ja, ich finde es. Das muss man schon sehen. Und der Bürgermeister, alle lieben das. Keiner sagt, der spinnt. Aber irgendwo Spinner, muss man schon sagen. Als Bayer kannst du nicht spinnen, weil das ist ja ein Schmarrn. Also die Bayern, die spinnen, die kennen gar nicht her. Ja, genau. Sondern wir sind geerdet, wir haben das Glück, den bayerischen Dialekt zu sprechen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich den noch einigermaßen gut drauf habe. Und wir haben in der Schule auch damals noch bayerisch geredet. Also wir haben das Hochdeutsche gar nicht gelernt. Mhm. Und heute genieren sie Leute. Dass sie den bayerischen Dialekt sprechen. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, denn die Tradition und auch die Regionalität, finde ich, wird immer mehr gewinnen. Ja. Und deswegen muss man schauen, dass man, wie man in München ist, auch keine Spinnerei macht, sondern dass man wenn die bei dir beim Essen sind, sagen, du, das war super, da gehe ich wieder her, da habe ich Vertrauen und da bin ich fast daheim. Jetzt schau mal, diese Menschen, die fotografieren alle mich.
Ja, ja, das ist ja klar. Weil die wollen alle deinen Haarschnitt haben. Die wollen sie sagen. Die Kinder können. Wir kann einer so gut ausschauen mit so einer Platte. Genau. Aber super. Ja, du schaust wirklich. Du glaubst jetzt gut. Du ich hab auch schon ein bisschen. Nein, ich hätte auch schon. Aber ich bin nicht so von mutig. Bist du schon ehrlich? Von hinten sauber. Aber kämpfst du für deine Haare noch oder was? Nein, ich tue gar nichts. Ich lasse sie laufen. Das schaut gut aus. Lass laufen, kämmen sie vorsichtig, damit sie mir noch erhalten bleiben. Aber du weißt es ja selber. Ja. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Und früher war es ja so, haben die Leute noch hoch einladen lassen und Perücken aufgesetzt. Ja. Die Zeit ist ja total vorbei. Ja. Heute ist dein Haarschnitt eigentlich in. In? Stimmt. Das, was du hast, du warst eigentlich der Zeit immer leicht voraus. Alfons, jetzt schauen wir mal zu dir. Jetzt schauen wir, jetzt gehen wir mal ein bisschen das ganze Reich ab. Jetzt gehen wir mal in Gewürzladen rein. Ist das in Ordnung? Ja, okay. Ja, jetzt sind wir in der Gewürzewelt. Der Laden brummt. Warum ist das so, Alfons? Ja, sagen wir mal, Treppfett, ja. Nein. Schau da mal her. Mildes Chili-Salz, ist gut. Ich weiß, weil ich das schon oft gekauft habe. Gut, vielen Dank. Schön. Ich war ja auch schon 5-mal in der Kochschule. Oh, ja, echt? Dann. Und kennen Sie immer noch nicht, oder? Ja, ja. Vor allen Dingen, ich komme extra von weit her. Echt? Und Sie kennen den Herrn, oder? Ich kenne ihn schon sehr lange. Und was mögen Sie an ihm? Alles. Ein guter Typ, oder? Weil ich weiß, er kann gut kochen, ist bodenständig und ehrlich. Das stimmt. Und authentisch. Kommt noch dazu. Sowieso. Und ich koche nur zu Hause nach seinen Rezepten, nach seiner Vorgabe. Und dann verführen Sie Ihre Frau, oder? So ist es. Sehr schön, Gewürze. Alles Gute, gell? Ganz schön. Vor allen Dingen, ich beherzige halt auch das kleine 1x1, wilde Hitze. Genau. Das hast du. So, jetzt erklär uns mal deine Gewürze. Also hier haben wir die Salzabteilung. Hier, wo der junge Mann war, haben wir die Salz- und Pfefferabteilung. Ja. Wir haben also 50 verschiedene Salze. Früher hat sie gesagt, da langt doch eins. Ja. Heute hat sich alles ein bisschen geändert. Ja, jetzt Salz, wenn man ganz ehrlich, es schmeckt auch ein bisschen anders, weil es salzig ist. Und hier haben wir dann die Bücher ein bisschen ausgestellt. So, ein paar gescheite Pfannen, die paar Bücher. Ganz neu. Ausnahmsweise schnell ein Foto machen. Ja, gleich nach der. Oder genau, einfach, ich mach das jetzt einfach live. Nur so kurz drauf gedrückt und fertig ist. Aber Sie müssen schon lachen, gell? Ja, sowieso. Schön, alles klar. Danke. Passt alles. Da kommen jetzt Müsli. Das ist ganz neu. Das kommt jetzt. Du machst ja jetzt einen Müsli-Laden, habe ich gesehen. Ist da drüben fast schon fertig, nicht ganz. Und wo früher der Modeladen drin war? Ja, genau. Und zwar habe ich das jetzt ein Jahr lang hin entwickelt. Ich mache ja Müsli-Riegel und dann auch die Porridge. Mhm. Und zwar ist jedes Müsli mit einer anderen Gewürzmischung gemacht. Sagen wir mal, unter deiner eigenen Regie? Ja, ich hab das alles selber gemacht. Alles selber gemacht. Ja, erzähl mal, wie machst du das? Ich habe eine Ernährungswissenschaftlerin dabei gehabt, dann habe ich einen Professor dabei gehabt. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ich mir gerne vor dem Sport, nach dem Sport, so mit mehr Eiweiß, ein bisschen mit weniger und dann ein bisschen mit Früchte. Und wenn du das jetzt mal anschaust hier, das sind richtig sehr anspruchsvoll gemacht, ohne Zucker, alles ohne Zucker. Wow. Ja, und da habe ich halt, das sind jetzt diese Portionsbecher da. Ja. Und da haben wir halt so verschiedene da mit Äpfeln und also alles super, was man braucht, was geschmackig ist. Ja. Und das begleite ich jetzt auch dann im Internet, indem dass man so Früchte auch, so Fruchtsaft auspresst, wo man sich so ein Müsli reingeben kann, wo man so Tagesfasten machen kann. Dass man sagt, ich halte das ja 3 Wochen nicht aus, aber so einen Tag einmal. Ja. Und dann presst man diese Säfte frisch und zeigt also den Leuten. Also gehst du auch mehr in die Richtung Ernährungsspezialist. Total. Ja, ich möchte, dass Müsli nicht nur Büchermüsli ist, das Neuhaust und das war es dann, sondern ich will auch, dass man den Endverbraucher begleitet und ihm sagt, schau her, das kannst du mit unserem Müsli aus dem bayerischen Landen alles? Oder na, zum Teil. Zum Teil, kannst du es heute, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr sagen. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Was haben wir da? Das haben wir da, so ein spezielles Öl, das ist ein Omega-3-Öl. Das finde ich insofern so hochinteressant fürs Herz, weil es hat 56% Omega-3-Fettsäure in Form von Alpha-Linolensäure. Und dann habe ich da drin Arganöl. Das nehmen die marokkanischen Ärzte bei Neurodermitis und bei Schuppenflechte her. Und dann habe ich da Granatapfelöl drin, weil der Granatapfel ein Stoff hat, das ist die Ellagsäure, ist ein hohes Antioxidant. Und jetzt haben wir's. Und damit das schmeckt, habe ich da Santorn reingegeben und da habe ich Maracuja reingegeben. Sehr gut. Da habe ich spezielles Olivenöl. Vom Dr. Reitzle, von der Toskana. Vom BMW. Ja, ja, das ist super. Ich sag's dir, das ist ein ganz tolles Öl. Ja. Und dann geht es jetzt da drin weiter. Tees haben wir auch seit Neues. Wir haben jetzt diese Tees da. Ja. Und dann haben wir hier
damit die Leute sich einmal überhaupt ein bisschen auskennen, habe ich hier so Ländertafel hingemacht. Also Thema Grillen ist ja ein Riesenthema. Jetzt zum Beispiel, das ist, dass man auch was für die Mühle hat, das habe ich da hinten. Dass wenn jetzt eine eigene Mühle hat, dann kann ich da diese Mischungen. Aber gibt es denn irgendwann schon mal einen speziellen Schubeck-Grill? Also dass du da so einen Grill entwickelst? Also ich muss ja ganz ehrlich, witzig ist ja, gell, da kaufen sie die Leute um 15.000 Euro einen Grill und dann legen sie drei Wiener Würstel drauf oder drei Brotwürstel drauf. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein wenig. Ja. Genau. Aber schön. Also zum Raus und so, dass sich halt jeder ein bisschen umschauen kann, weil also bei Gewürz ist ja so, das dauert irgendwie ein bisschen. Ja. Da sagst du, oh, schau mal, da hat er was für einen Fisch, da brauche ich jetzt was. Ja, die, dann gibt es Leute, die kommen mit dem Zettel rein. Und die bleiben über Nacht da. Nicht ganz, aber fast. Nein, das wird ja jederzeit. Wie siehst du das, wenn du irgendwo in so ein Restaurant gehst? Dann kommen die gleich, wenn du irgendwas essen hast, kommen die gleich mit der Pfeffermühle. Nein, nicht ganz. Oder? Die Italiener kommen schon oft mit so einem Waschzeug. Aber die fragen gar nicht, sondern ist einfach mit drin. Naja, aber das macht mir nichts aus. Verstehst du? Also, stellen wir dann einen Ingwer hin. Pfeffermühle von Schubeck oder so? Ja, haben wir schon so verschiedene Mühlen. Ja, gibt schon verschiedene Mühlen. Auch hier haben wir da so, wenn man da schaut, hier. Da haben wir so dreierlei, da haben wir so sechs Pfeffermühle danach. Ja. Ja, fürs Campi haben wir es, zum Grillen haben wir es. Ja, also das sind eigentlich so wie viele Artikel hast du da jetzt? Ich weiß nicht, ein paar hundert. Ein paar hundert, ja. Ich habe schon ein paar hundert Mischungen. Und das, was es Mischung gibt, gibt es auch in der Dose. Also der Gast hat hier die Möglichkeit, dass er sagt, oh, das probiere ich jetzt einmal aus, das ist da 20 Gramm rein. Und wenn es einem schmeckt, kauft das nächste Mal die Dose. In der Dose. Ja, genau. Und viele gehen raus mit 20 so Probierportionen, dass man sagt, möchte ich mal ausschauen oder probieren, wie das schmeckt. Und das kommt auch super an. Jetzt, da, die sind wir die Richtigen. So wie jetzt der strahlt, der macht es mit Leidenschaft, das sieht man. Das ist mit Genuss, der kennt sich voll aus. Genau. Du musst einmal das Muri River Salz probieren. Das ist neben dem Chili Salz gewesen, dieses Rosa. Das musst du nur mal probieren. Das sind so crispy Flocken, Muri River. Das kommt aus Australien. Ganz tolles Salz. Ja. So, jetzt gehen wir schnell ins Orlando. Wo sind wir jetzt in der arabischen Welt? Jetzt sind wir in der orientalischen Welt. Aha. Und zwar, ich habe zwar unten auch ein paar Gewürze oder Mischungen, grüß euch, servus. Aber da herum. Da leuchten deine Augen, gell? Na, da kannst du nochmal richtig Gas geben. Ja. Da haben wir jetzt Indien, Thailand, China ein bisschen. Da drüben haben wir den ganzen Orient, die ganzen Gewürzmischungen. Und im Müsliladen gibt es ja jetzt dann richtiges Nusssortiment. Mhm. Und da muss ich sagen, das wissen viele Leute nicht, dass die Paranuss, eine Paranuss, deckt den Selenbedarf eines Menschen zu 100% am Tag. Wahnsinn. Also jeden Tag ein Paranuss. Aber sag einmal, brauchst kein Selen. Wie bist du da drauf gekommen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, waren ja viele Reisen, erst einmal Erkundigungen. Erzähl mal, wie waren das? Also ich habe in Marokko begonnen. Dann habe ich Marokko, Tunesien, das alte Ägypten, das alte Rom. Dann bin ich nach Beirut. Dann war ich in Damaskus, 14 Tage bevor der Krieg losgegangen ist. Dann bin ich nach Jerusalem, dann war ich in Istanbul. Von Istanbul bin ich nach Indien, nach Delhi, von Delhi nach Hanoi, also nach Vietnam, von Vietnam nach Thailand und von Thailand dann nach China. Also in einem Zug oder? Nein, mehrere. Ich bin dann hochgeblieben, wieder warm, wieder rüber, wieder warm. Und da kamen dir die ganzen Ideen? Ja, weil ich wollte auch mit den Leuten arbeiten. Ich wollte in der Küche stehen und sehen. Zum Beispiel, interessant ist ja die vietnamesische Küche, die besteht zu 50% aus Kräutern und zu 50% aus Gewürzen. Das sind andere Küchen wieder gar nicht. Die indische natürlich, aber die thailändische, Zitronengras, Kokos, Kaffee-Limettenblatt, Galgant und solche Dinge. So ein bisschen parfümierter, feiner, netter sieht man, wenn die Leute so kommen. Das ist aber ganz witzig. Ja? Und die bayerische Küche besteht aus 50% Qualität und 50% Kalorien. Also die bayerische Küche, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die bayerische Küche ist eine Festtagsküche. Und wenn man sich früher was leisten konnte, dann hat man gesagt, bei mir gibt es einen Schweinsbraten, einen Kalbshaxen, einen Anden, eine Gans oder solche Sachen. Ja? Oder mal einen Sauerbraten oder Böfflamott. Heute ist die bayerische Küche, dieses à la minute, dieses sonnige, das italienische, genauso leicht und locker wie eine italienische Küche. Wir haben nur das Glück nicht, dass wir die Sonne jeden Tag haben. Also wir haben sagen wir mal 250 Regentage und der Italiener hat es nicht umgekehrt. Aber von der Technik her können wir genauso leicht und eine geschmackige, sonnige Küche machen mit unserer bayerischen Küche. Und das ist eigentlich meine Aufgabe auch, dass ich auch nicht nur dem Touristen, sondern dass ich uns Bayern das rüberbringe. Dieses Gute, das Geschmackige, das Normale, das Saubere und keine Spinnerei. Du machst es ja via TV, machst deine Kochshows.
Da bist du wirklich sensationell. Und natürlich auch im bayerischen Fernsehen machst du einfach so bayerische Küche. Macht dir das nach wie vor Spaß? Ja, sehr. Macht dir Spaß, oder? Also, ja, das macht mir sehr Spaß. Ja. Und ich hoffe, ich kann es noch ein bisschen machen. Weil man sich auch verändert. Also wenn ich mir diese Sendungen anschaue vor 20 Jahren, was ich da verzapft habe, was ich heute mache, und so, dann ist es hochinteressant, dass man selber so einen Wandel macht. Es ist viel Dialog drin. Also im Grunde, was sagt der jetzt, der Schubeck, und mit ihm redet er jetzt. Aber ja. Ich sage das ja, aber das immer hat das mit dem Elmar. Ja. Und der Elmar, das ist so Bayern, man sitzt sich hin, man trinkt ein Glasl, man redet ein bisschen und kocht was Vernünftiges. Mhm. Und das geht mit dem Elmar super. Ja, der Elmar ist klasse, richtig, Weltklasse, muss ich sagen. Richtig gut, richtig gut. So, jetzt gehen wir aber runter ins Orlando. Jetzt gehen wir ins Orlando, wir ein Glasl. Genau. Ja, Alfons, einer deiner wirklich großen Erfolge ist das Gewürz. Ja? Wie machst du das, obwohl es dich gar nicht auskennt für Gewürze? Okay. Also wenn ich da wo recht geben muss, dann kenne ich mich noch nicht aus, welches Gewürz für Haarwuchs ist. Okay. Weil sonst hätte ich aber so ein Bein. Nein, leider nicht. Also hier sind wir jetzt im Teeladen. Ja? Da haben wir jetzt die Tees. Ja? Da haben wir die offenen Tees. Ich glaube, dass wir so 100 offene Tees haben. Und wenn du da mal reinriechst, ich meine, das ist ja einfach Wahnsinn. Ich muss dann einmal den bengalischen Chai riechen lassen. Ich muss jetzt einmal riechen. Das ist der Hammer. Das aber riecht schon ein bisschen weihnachtlich, gell? Ja, das ist der Kardamom drin, da ist Nelke, da ist Zimt drin. Ja, aber das sind so Tees, die man auch bist denn du auf die ganze Idee gekommen? Das ist ja, du bist ja ein Visionär. Du hast also, ja wirklich eine visionäre Kraft. Es ist ja so, ich habe immer schon eine Vorliebe seit 30 Jahren schon für Gewürze gehabt. Aber ich konnte das nicht umsetzen. Konnte es in Waging nicht umsetzen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich nach München gehe, dann mache ich einen Gewürzladen. Ja? So, und dann habe ich mir sofort einen Arzt eingestellt. Zufälligerweise hat der habe ich im anderen an der Bar kennengelernt. Dann habe ich ihm da einen Vortrag über Ingwer gehalten. Dann, dann habe ich gesagt, was machst denn du? Dann sagt er, er hat gerade seine Praxis zugemacht. Er ist Hautarzt für Allergien gewesen, der Dr. Schnabel. Und dann habe ich gesagt, dann kannst du bei mir anfangen. Und seit 16 Jahren ist der da. Ist der da. Na, und der bringt dich da einfach... Nein, dem frage ich immer, du pass auf, sag mir die Wirkungsweise der Gewürze. Gewürze waren bis zum 18. Jahrhundert reine Medizin. Erst dann kam die Pharmazie. Und dann holen wir heute diese neuen Inhaltsstoffe raus. Und wir sind also im Spezialprogramm angeschlossen für neue, sagen wir mal, neue wissenschaftliche Arbeiten. Und deswegen sind wir da ganz weit vorne. Ich nehme nur Gewürze. Du bist ja der Mr. Ingwer. Ja. Warum? Ingwer kann man immer nehmen, gell? Weil der Ingwer ist ein Universalgewürz. Er hat über 150 Inhaltsstoffe, die bereits erforscht sind. Diese Shogaole und Gingerole sind die Hauptinhaltsstoffe. Und er ist wie ein Orchester. Er spielt auf der süßen Seite, genauso wie auf der salzigen Seite. Er nimmt sich nie in den Vordergrund, sondern er begleitet jemanden. Wenn du jetzt als Nelke sagst, ich möchte mal ein bisschen Gas geben, dann sagt er, okay, spiel du, ich decke dich hinten ab. Ja. Und er kann es auch fast mit jedem Gewürz, dass er kompatibel ist. Und das ist der Ingwer. Und sagen wir mal, er ist für die Fließfähigkeit des Blutes, er hat einen Stoff, der heißt Gingerol, der wirkt wie Aspirin, er ist hochleberentgiftend, er ist einfach auch für Magen, Darm wichtig, er ist so ein Allrounder, der sich nicht in den Vordergrund spielt. Verstehe. Jetzt, was mich mal interessieren würde, es gibt ja diesen Trend glutenfrei. Sagt ja einiges. Ja, gibt es da Gewürze, wo man sagen kann... Also bei den Gewürzen ist es überhaupt kein Problem. Ja. Ja. Sondern ich glaube ja, dass bei dem Gluten auch ein bisschen viel Wirbel dabei ist. Ja, also es ist vielleicht der eine gute Gedanke heilt es auch. Ja. Aber es gibt ja so Hysterische, die wissen überhaupt nicht nur, was für Krankheit haben müssen, damit sie auch auffallen. Ja, ja. Genau. Aber da gibt es ja das wirklich auch. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit seiner Äußerung. Aber das, wie gesagt, das sind jetzt diese offenen Tees. Wir haben auch hier diese geschlossenen. Hier. Und so kann sich jeder nehmen, 10 Gramm, 20 Gramm oder ein Kilo, was er noch will. Und ich finde, es ist auf diesem Platz schön präsentiert. Und ich habe das auseinandergehalten. Gewürze sind ja da drüben und da ist der Tee. Bist du, das kann man einfach sagen, du bist ja auch ein Ernährungsexperte. Ernährung ist ja ganz, ganz wichtig. Also für mich ist ganz wichtig, dass man sich ausgewogen und vernünftig ernährt. Ich selber muss ja jeden Tag 18 Stunden arbeiten. Ich nehme ja nur meine Gewürzkapseln eigentlich. Ja. Und dann nimmt man Omega-3-Öl, weil ich will keinen Schlagerl haben, weil das ist eigentlich, wir haben jeden Tag 2500 Leute, den Herzinfarkt und den Gehirnschlag haben, 700 sterben und 1200 werden nicht mehr so wie es gewesen sein. Leben mit blutverdünnenden Mitteln und wer mit blutverdünnenden Mitteln leben muss, hat einen Ernährungsfehler. Das muss man auch mal sagen. Er hat jetzt früher zu viel Schmand eingeschmissen und irgendwann hat sich dann Klick gemacht, kann man ja froh sein, wenn er es noch gut überstanden hat. Und deswegen finde ich, dass ich jetzt im letzten Drittel meiner
meines Lebens, sagen wir mal so. Ich bin jetzt in der Jugend des Alters, mit 68 kann ich sagen, ich bin in der Jugend des Alters. Ja, ja. Mehr die auf dieser geschmackvollen, gesundheitlichen Linie mich weiterentwickeln. Und du hast einmal gesagt, mit 95 machst du halbtags. Nein, mit 90 mache ich halbtags. Halbtags. Mit 90 mache ich 12 Stunden, jetzt mache ich 18. Noch. Super, super. Ja, das macht Spaß. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen, wie schaut so dein Alltagstag aus? Ja, jeder Tag ist wahrscheinlich anders, aber wie machst du das? Du bist ja wirklich ein Visionär. Ja, aber also, sagen wir mal, ich gehe um 7 ins Bett, ich gehe um 2 in der Früh ins Bett, ja. Manchmal gehe ich um 1 ins Bett, manchmal gehe ich um 1:15, 1:15, stehe um 7 auf. Und wann kommst du dann heim, oder? Naja, da bin ich ja daheim. Okay, ja, ja. Das ist klar. So spritzig sind wir auch nicht mehr. Okay, und dann stehe ich um 7 auf und dann mache ich mich fertig, dann bin ich so um 7:30, 8 im Büro. Und dann kann ich da herunten schon, da laufen schon die Ersten rum, mit denen ich da reden kann, ob es der Hausmeister ist. Und dann sitze ich mit zusammen im Küchenchef, reden wir über die Speisekarte. Das mache ich einmal in den Südtiroler Stuben, dann mache ich es einmal im Orlando oder jetzt im Fine Dining, da wo früher der Bettner war. Und da sitzen wir uns zusammen, trinken eine Tasse Kaffee und reden über das, was wir machen wollen, damit wir nicht zu stark kreuzen, aber trotzdem die Jahreszeit mit einbeziehen können. Du bist ein großer Meister der Motivation. Und auch der Emotion. Nein, das bist du schon auch. Du bist ein Meister der Kommunikation. Wie wichtig ist es, dass du manchmal eben Dinge nur spürst, so der Sechste, bist du so ein sechster Sinntyp, dass du sagst, okay, dann schauen die Leute schon mal aus. Das ist so ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ich sage, man lernt ja jeden Tag dazu. Also ich habe das Glück, dass ich jeden Tag an Menschen trainieren kann. Ja. Also ich kann mich ja selber jeden Tag weiterentwickeln. Ja. Wo ich früher vielleicht ausgeflippt bin, denke ich mir, nein, dann gehe ich aber vom Gas. Ja. Lass noch mal reden, hör dir das zuerst an. Vielleicht ist der faire Winkel, den er bringt, was er jetzt meint, gar nicht einmal so schlecht. Dass du den anderen verstehst. Genau. Auch schon und früher habe ich gesagt, genau, sag ich mal was und bla bla bla, das mache ich jetzt nicht. Jetzt lasse ich erst dann reden, höre mir das an und denke mir, okay, so tickt der. Wie kann ich jetzt dem, sagen wir mal, wie kann ich dem helfen oder was kann ich dem für eine Antwort geben, damit er nicht zu stark verletzt ist? Aber auf der anderen Seite muss ich immer sagen, was Sache ist. Also ich kann nicht sagen, oh, super, ist alles toll. Denn manchmal rede ich mit meinem Personal und sage, was willst du jetzt hören? Willst du jetzt mich hören? Oder soll ich da schön zum Ding reden, was du gesagt hast, der hat da keine Ahnung und der hat da keine Ahnung. Zuerst muss man wissen, hast du überhaupt da Ahnung? Ja? Und wenn man selber sich ein bisschen jeden Tag mit den Gästen unterhält und schaut, und man ist immer auf Distanz, verstehst du, das hat da keinen Sinn, der Gast kommt, der möchte eigentlich seine Ruhe haben, aber trotzdem will ich die sehen. Also musst hingehen, musst ein paar Sätze zu ihm sagen, musst nett sein und das mache ich eigentlich gern. Und zwar authentisch. Ja, total. Du spürst total nicht. Also. Null. Was mir und nicht nur mir an dir so wirklich gefreut ist, du bist nicht ausgeflippt. Du bist eine Marke. Alfons Schubeck ist eine Marke. Meine Mutter hat früher gesagt, was bist denn du für eine Marke? Was soll deine Mutter sagen? Oh, meine Mutter hat gesagt, putte ja nicht sei. Okay. Auf was putzt du was? Auf was? Auf was? Ja. Verstehst du? Also, aber das ist auch nur in dir, oder? Total. Schön. Immer. Also auch wenn wir früher als Buben irgendwas gemacht haben, dann hat sie immer gesagt, was putzt das aus? Was denn? Ja? Also die waren so geerdet. Meine Mutter kommt aus dem Bauernhof, da in Schleching, da in Reiten. Ja. Und die waren so geerdet und das hat uns so gut da, weil wir sind halt ein bisschen ausgeflippt. Und dann hat sie gesagt, aber vom Gas. Und wir haben ja nichts gehabt früher. Was haben wir denn gehabt? Und da hat man wirklich sagen müssen, Schweinsbraten war Festtagsessen, Kalbsachsen hat sowieso nicht gegeben, es konnte sich keiner leisten. Wiener Würstel und solche Sachen halt. Aber so sind wir groß geworden. Und so sind wir stolz groß geworden und haben unser Land, unser bayerisches Land verteidigt. Absolut. Unsere Sprache, unsere Gegend. Ja. Und wir haben das unglaubliche Glück, dass wir uns jetzt Deutschland anschauen, dass wir hier wirklich 4 Jahreszeiten haben. Wir haben einen schönen Winter, meistens. Ja. Und dann haben wir mehr Sonne wie alle anderen. Ich kann nicht sagen, wir haben es jetzt verdient und die anderen nicht. Das muss man jetzt mit meinem lieben Gott fragen. Dann sehen haben wir sind gleich in Italien, wir haben einen tollen Flughafen. Also wir brauchen uns nicht beschweren. Alfons, du bist ja ein Kosmopolit. Wenn man jetzt mal so in die Welt rausschaut, ja, der Terrorismus verdirbt vieles. Ja? Also zum Beispiel Tunesien, Ägypten, Türkei. Keiner fährt mehr dahin, logischerweise. Ja? Aber umgekehrt bleiben sie alle jetzt da. Das merkst du ja. Ich meine, du hast ja hier wahrscheinlich 60, 70 Nationen in deinen Geschäften hier. Wir haben sehr viele. Ja. Früher war sehr stark der Orient, also der Araber da. Der Russe kam sehr gut. Jetzt merkt man, dass wir viele Chinesen haben, viele Japaner auch haben, aber auch gerne haben, das muss ich auch mal sagen, weil man es ist ja, also der Tourist in München ist ja begeistert, der geht jetzt daher und sagt, wow, das gefällt mir. Und das, was den Leuten gefällt, ist dieses Standhafte, dieses Gestandene. Weißt du, nicht so ein Pamperlheisel, wenn du dir zum machst, dann fällt das Fenster raus, sondern wir haben einfach Tradition. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist gewachsen. Auch der Bayer hat Tradition. Er geht mit den Menschen anders um, er geht die Dinge ruhiger an, nicht so hastig, so Ding. Und wir haben hier wirklich noch nie ein Problem gehabt. Und
Also ich bin echt happy und ich mag auch jede Nation. Und ich bin ja da, ich persönlich bin religiös, also meine Mutter hat mich einfach so erzogen. Und ich respektiere auch jede Religion. Aber ich finde auch, wenn ich Gast wo bin, dann lasse ich meine Religion in meinem Herzen und spiele sie nicht so nach vorne aus, als wenn jetzt bin ich da, was willst du überhaupt? Das tut man nicht. Ja. Und ich parke schon hin und wieder ein paar Eier und sage ihnen, wo der Hammer hängt, auf eine nette Art. Aber ich respektiere das auch. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lade ich die mal ein ins Orlando auf ein Glas. Machen wir das? Okay. Alfons, auf unsere Freundschaft. Erich, ganz genau. Vielen Dank. Jetzt muss ich dir einfach mal was so Persönliches sagen. Du hast eine unglaublich gute Sympathiekultur. Das ist aber, glaube ich, irgendwie in dir drin. Du bist nicht einer, der abgekommen ist. Du bist im Grunde, Alfons ist da von Hartz IV bis Chanel 5. Ja. Ist das so? Das ist Hermes. Na alles. Ja, du kannst mit jedem reden. Mit jedem. Ja, ich finde das aber auch wichtig, weil das, man lernt es auch, wenn man will. Ja. Und es gibt ja Menschen, die glauben, die haben ihren Prozess abgeschlossen. Ich finde, jeden Tag lernst du wieder was Neues. Und ich stelle mir jeden Tag vor meinen Spiegel und denke mir, hättest du ein bisschen mehr machen können. Mhm. Wenn wir Gas geben, Junge, fällt mir noch nicht. Ja? Mhm. Also ich schimpfe mich selber manchmal so, aber nicht so geschert. Aber ich finde, ich freue mich eigentlich jeden Tag schon wieder auf den nächsten Tag. Und wenn er nur so schwierig ist, und wenn ich das Problem anpacken kann und drehe das ein bisschen, dann denke ich mir, schau her, jetzt hast du es wenigstens angepackt. Viele Menschen schleifen immer, ziehen immer, machen nichts. Ja. Und dann gibt es irgendeinen Riesenhaufen und das kannst du ja nicht mehr zu bändigen. Ja. Du hast eine unglaubliche Motivationskraft. Jetzt frage ich dich einfach mal so eine ganz einfache Frage. Was findest du gut an dir selber? Nein, also selber findet man sich ja nie so gut. Ja, aber sag doch mal, trau dich doch mal. Wir sind ja nur im Fernsehen. Also ich sag doch mal, was ich nicht gut finde. Okay, das sag ich. Ja, dass ich manchmal ein bisschen Speck komme, aber das mache ich nicht, weil ich gerne auf die letzte Sekunde komme. Ich packe zu viele Termine in den Tag hinein. Ja, aber du hast so eine Marke. Wahnsinnig. Dann ärgert mich wahnsinnig, weil das ein Respekt für einen anderen, dass man pünktlich erscheint zum Termin. Ja. Und da stinkt er mal jeden Tag und an dem arbeitet es richtig. Ja. Und liebe Zuschauer, jetzt eine kurze Geschichte. Also bevor wir die Sendung begonnen haben, hat der Alfons gesagt, ich bin in 2 Minuten da. Das waren dann 20 Minuten. Aber ich habe es verstanden, weil jeder kennt ihn und jeder mit dem reden, der mit dem Foto machen. So. Das ist ja schön. Ja. Du kannst ja nicht. Aber du kannst den Nasen, oder? Wenn jetzt eine Uhr kommt und sagt, mach mal ein Foto. Warum sind die Nasen? Ja. Ich bin ja froh, dass er uns macht. Ich bin aber froh, dass er mich überhaupt erkennt. Ja. Weil normalerweise sagst du, wer ist denn das da? Gut, jetzt hast du eine weiße Jacke. Also im normalen Gewand ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es toll, dass sie die jungen Leute auch Kochsendungen anschauen und das ein bisschen mitverfolgen und dann mit Ingo und den ganzen Zirkus reden. Und das ist eigentlich das, man kann jetzt sagen, das Ziel erreicht, aber man trifft den Kern. Ja? Und über das Essen redet man im Grunde jeden Tag, über die Lebensqualität redet man auch. Und ob jetzt einer mit dem Radl herfährt oder mit dem Lamborghini, ist mir scheißegal. Ja? Mir geht es darum, dass man sich wohlfühlt und dass man genießt und dass man hier was einbringt. Wenn ich jetzt da so schaue, die Leute sitzen da, die ratschen, keine Spinner, keine Dammischen, sondern einfach ganz normale Leute, die diese Sympathie dieses Platzes wieder nach außen. Ja, ja. Und dieser Platz ist im Grunde jetzt auch so ein bisschen geweiht worden durch dich. Du hast jetzt hier einen riesigen Betrieb. Wie stolz bist du da drauf? Also sagen wir mal so, ich muss ja so sagen, die Messerschmidt-Stiftung, ja, speziell der Dr. von Sirbeck, hat mir hier die Möglichkeit gegeben, dass ich den Eisladen da habe und dass ich den Teeladen habe, dass ich den Gewürzladen gekriegt habe, dass ich das Orlando habe. Also das habe ich ihm zu verdanken und dann bin ich happy. Ich könnte diese Läden gar nicht machen, wenn die jetzt nicht nebeneinander waren. Und wenn du am Platz, wenn du hier was frei wird, da wäre dann nicht alle 5 Minuten was frei, das weißt du selber, da will jeder her. Innenstadt ist ganz schwer, dass man was kriegt. Und dann muss man es auch gescheit machen. Und ich mache das mit Respekt und Leidenschaft. Und ich komme mit Dr. von Sirbeck super aus, weil ich einfach mich selber einbringen möchte. Und nicht nur ziehen und ziehen und nimmer. Gibt es eine Parallele? Sein Vater, der Dr. Heinrich von Sirbeck, der hat mich groß gemacht. Es war? Ja. Sein Vater war ja ein ganz toller Mensch, war ja Gesellschafter von Bankhaus Aufhäuser. Ja, ja. Jetzt hast du aber noch ein Dining, Fine Dining. Ja? Warum hast du das nicht bayerisch genannt oder so? Gut essen oder so, hättest du auch so gedacht. Ja, das stimmt. Ich habe mir selber vielleicht. Also du musst dir vorstellen, da sind die Südtiroler Stuben, da ist Orlando und hier ist jetzt das Fine Dining. Die Südtiroler Stuben, die habe ich seit 16 Jahren, die haben einen Stern. Hier habe ich ein Lokal, wo ich sage, ich möchte, dass der Gast
günstiger was kriegt, schneller was kriegt, ja, dass er gleich wieder gehen kann, sitzen kann, eine Tasse Kaffee trinkt, vielleicht ein Glas Wein oder nur einen Salat, ist mir vollkommen, ja, wurscht. Und da habe ich jetzt da drüben, das habe ich jetzt da neu gestaltet, ein bisschen, aber mit den alten Elementen vom Böttner, genau. Und da lege ich jetzt noch mal eine Schippe drauf, weil bei 30 Leuten kannst du anders arbeiten. Wir, die Südtiroler, haben ja 150 Sitzplätze. Ja? Ja. Und da ist es ein bisschen anders und hier kommt noch mal richtig einen drauflegen. Da gehen wir jetzt rüber. Jetzt gehen wir drüber. Prost, okay, Prost. Noch mal. Danke. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir im Fine Dining. Im Fine Dining. Ja, das ist ja nett, oder? Wunderschön. Hier sind zwei Räumlichkeiten insgesamt. Gehen wir mal rüber. Bringen, ja, wir so, ja, gute 30 rein. 35 bis 36. Und da kommen wir wahrscheinlich auch viel Münchner, oder? Ja, ja, natürlich auch wieder die Leute, die früher zum Böttner gegangen sind. Ja, 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 schauen, ja, wir uns einmal an, was macht, ja, er denn jetzt? Ja. Ja. Und wir haben ja dieses alte Möbel, ja, das habe ich heute ein bisschen anders hergerichtet. Ja. Man merkt schon, der Böttner ist ja noch, ja, da. Natürlich, ja, natürlich, sehr sogar. Und ja, du hast ja den Böttner wahrscheinlich auch früher gekannt. Noch in der, wie heißt das? Theatinerstraße. An Roland natürlich. Ja, Roland, ja, ja, Roland. Ja. Und sein Sohn auch. Ja. Ja, ich habe ein super Verhältnis mit, ja, denen. Gott sei Dank habe ich ein super Verhältnis. Ich war ganz vorn beim Ballmeier, beim Robert, der war ja mal Kellner hier. Ah, die Robert, den Robert kennst du ja. Ja, klar. Da habe ich gesagt, Robert, jetzt bin ich da beim Alfons im Fine Dining. Sagt er, du, ich war drin. Sensationell. Ja. Also, ich hab die nicht. Ja, aber der Robert war richtig ein Guter. Ja, der war ein Guter. Das war einer, arrogant, aber schon. Aber der war stolz, dass er hier gearbeitet hat. Ja, ja. Und der hat das Haus super vertreten. Er hat gesagt, du, Farbe wunderbar, Essen fantastisch. Aber war er schon da? Er war schon da, ja. Und irgendwie mit ein paar Spitzen oder so. Ja. Ist das beste, nein, Kompliment, das es überhaupt gibt. Ich bin ein ehemaliger. Ich bin ganz stolz. Weil, ja, der war ja immer ein bisschen kritisch. Ja. Und deswegen ist es super, wenn sie der so artikuliert. Ja. Viele Spiegel. Ja. Wer war der Innenarchitekt da? Der Schubi. Du selber, oder? Also ich sage, ich habe einen, mit dem ich alles hier am Platzl gestaltet habe. Setzen wir uns ein bisschen. Ja, setzen wir uns her. Mit dem habe ich alles gemacht. Ja. Der ist aus Bernried. Mhm. Ja. Ein Spezi von mir, kann man jetzt fast, ja, sagen. Und mit ihm habe ich den Gewürzladen gemacht, mit ihm habe ich das Restaurant gemacht, den Keller gemacht. Schön. Eigentlich alles, was hier ist, habe ich mit dem in nächtelanger Sitzung mit Brotzeit und ein paar Flaschen Wein, schön, haben wir uns das ausgeschnappt. Und der hat auch so einen barocken Spleen wie ich. Und deswegen haben wir das gut gebracht. Und dem habe ich das auch mit zu verdanken, dass das auch so schön geworden ist. Ja. Also ich kann mir fast vorstellen, wenn jetzt der Ludwig II. Leben würde, war das Stammlokal. Das kann schon sein, dass er vorbeikommt. Was gibt es denn hier? Welche Kundschaft sprichst du da an? Welche Gäste sprichst du? Ja, also wir haben jetzt Neugierige einmal, ja, weil das Lokal ist ja erst jetzt seit 4 Monaten auf. Mhm. Das hat ja noch keine Bewertung. Jetzt müssen wir mal schauen, was im Herbst für eine Bewertung rauskommt. Dann wird es natürlich ein bisschen anders. Mhm. Und ansonsten sind das die Böttner-Leute, die es noch gibt. Gibt die hast du mit übernommen, oder? Nein, nicht, aber ich habe, sagen wir mal, also die Gäste meine ich jetzt. Ja, ja. Ja. Und die haben, ja, die schauen vorbei, und die sind eigentlich alle happy. Mhm. Also wir haben da richtig ein gutes Verhältnis zu denen. Natürlich die paar Neugierigen. Und jetzt, ja, muss man mal schauen, dass man hier, wenn man ja nur 35 Sitzplätze oder sagen wir mal 36 hat, dann kann man da natürlich nochmal einen Zacken drauflegen, weil du kannst nochmal anders anrichten, du kannst das nochmal feiner machen und so. Ja, und der Küchenchef? Das ist ein junger Bursche, der ist der Maurice, der war 6 Jahre bei mir, der hat auch bei mir gelernt. Das war der Jüngste, der jemals die Ingwerwasser gibt es heute, na toll. Gibt es auch noch ein Glas Wein dazu? Das wär mal ganz was anderes. Und ja, der war dann ein Jahr lang bei einem Drei-Sterne-Koch, beim Bau, und dann hat er gesagt, er würde ganz gerne wieder herkommen. Da habe ich gesagt, okay, wenn wir das machen, dann hast du ein bisschen freie Hand, dann kannst du richtig Gas geben. Jetzt warst du ja auch in deiner internationalen Karriere, warst du in Paris, du warst in London, du warst überall. Inwieweit lässt du jetzt das auch so ein bisschen einfließen, diese internationale Top-Küche? Also, es ist ja klar, du hast jetzt 3 Restaurants. Also das Orlando in der Mitte, da kann man sagen, da machen wir diese schnelle, flotte, geschmackige Küche. Mhm. Im Restaurant drüben in den Südtiroler Stuben mache ich Bayern und Italien, halb Bayern, halb Italien. Da gibt es also einen schönen Krustenbraten, also alles dieses, heißt der Südtiroler Stuben, passt gut, beide mögen sich sehr gern. Und hier haben wir gesagt, wie du jetzt richtig gesagt hast, hier legen wir jetzt nochmal einen Zacken internationaler drauf. Ja? Da machen wir so ein bisschen auch so Sachen, die es jetzt nicht nur in Bayern gibt. Und da finde ich, und dann hebt sich das alles ein bisschen ab. Preislich schauen wir so, dass es alles passt, dass wir nicht zum Spinner anfangen. Und wir haben einen netten Mann im Service, der macht das super, der Daniele, der war ja schon 4-5 Mal da.
Und, wahrscheinlich auch mehrsprachiges Personal, oder? Ja, brauchst du. Ja, ist Italiener, das ist Italiener. Ja, du brauchst ja immer zwei. Natürlich auch zweisprachig brauchst du. Du brauchst Hotels drumherum, die sprichst du natürlich rum. Ja, das ist ja klar, du brauchst die Concierge, die ist ja, ja klar, ganz wichtig. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, weißt du, einmal im Hotel essen, aber das zweite Mal würde ich gerne rausgehen. Ja. Und dann hätten wir im Regionalen, also haben wir alles anzubieten, und wenn so einer sagt, nein, er will es ein bisschen feiner haben, also er möchte ein bisschen auch intimer sein, verstehst du, weil nicht so viel Leute das dazuhören, und da finde ich das Lokal super. Aber im Grunde ist es, dieses Schuhbeck-Platzl, das ist im Grunde, du kannst irgendwie mit jungen Verliebten, können da irgendwie da flanieren, können da im Orlando einen Trink nehmen. Dann, sagen wir mal, meine Generation kann sagen, wir haben viel erreicht im Leben, jetzt gehen wir mal schön fein essen. Dann hast du irgendwie die internationale Klientel. Also im Grunde schon sehr, sehr clever. Das ja. heißt, du machst alles rund um den Menschen, dass er sich wohlfühlt. Also sagen wir auch, ja. wenn jetzt einmal ein ganzer Bekannter kommt, ja. Ich melde nichts, ich sage nichts und deswegen kommen die gerne. Das ist auch wichtig. Weil ich möchte den Gast schützen. Ja. Und ich kann nicht sagen, hallo, du, jetzt war der schon wieder da, der mit dir, das mache ich nicht. Ja. Der Gast ist für mich, verstehst du, das ja. sagt man nicht. Der kommt ja so glücklich, wenn er einmal eine Stunde, zwei, nicht fotografiert wird, wenn er seine Ruhe hat. Und das ist bei uns ideal. Das mache ich da drüben genauso, wie ich, sagen wir mal, da erinnert mache. Einfach jetzt mal eine Frage, eine öffentliche Frage. Der Gerd Käfer fehlt. Ja, der Gerd war natürlich ein Universalgenie, ja. das muss man ihm das sagen. Bist du auch. Er das war, bist du er auch. War ganz anders. Der Gerd war in seiner Art, in der Zeit, in der er gelebt ein guter hat. Menschenfänger. Es gab ja keinen, der solche Partys gemacht ja. hat wie der Gerd Käfer. Ja. Das war ja vor 40 Jahren, das war der Gerd, das hat er gar nicht nachmachen können. Ja. Ja. Weil der einfach ein Visionär war, der ja. hat das Ding gehabt. Und das war auch neu für die Leute, die ja. haben das mitgemacht. Ja. Und aber Gerd ist super, der war ja. ein ganz toller aber Mann. Aber du bist ja ein Visionär. Du bist ja ein Visionär. Ja, ich gebe und ich glaube, dass sich jetzt diese ganzen unterschiedlichen Bereiche, die du jetzt hier in München, im Herzen von München wirklich dir hart erarbeitet hast, ja. dass das jetzt plötzlich sich einfach synergiemäßig vernetzt. Ich spüre das. Ich spüre das. Ich bin glücklich, dass ich am Platzl bin ja. und dass ich der Stadt München an dem Platzl einfach, sagen wir mal, was zurückgeben kann. Ja. Dass man sagt, Mensch, Meier, schau her, egal wo du in München hingehst, ja. das ist einfach super. Und das ist das größte Kompliment auch an den Gast, der da herkommt. Ja. Und wir das nach außen tragen können, dass wir der Stadt München oder Bayern zum Beispiel sagen, wir sind stolz, ja. dass wir Bayern sind. Wir sind stolz, dass wir unser Land, ja. unsere Stadt so präsentieren können. Und das ist für mich wichtig. Und irgendwie fehlt da noch zur Weihnachtszeit der Platzlohn. Also ja, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht machen. Warum nicht? Weil das zu eng ist. Also wenn die Feuerwehr rein müsste, ja. dann kommt die nicht durch. Und sonst würde ich da so einen kleinen Weihnachtsmarkt machen. Das war ja super. Aber das kommt ja nochmal. Ja, ich weiß nicht. Also so weit sind wir noch nicht. Alfons, Erich, bist ein guter Typ. Vielen Dank. Danke nochmal für alles. Liebe Zuschauer, auf ein Wohl, auf Alfons Schuhbeck und vor allen Dingen auf das Platzl. Und wir sehen uns über der nächsten schönen Sendung. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Vielen Dank. Servus, pfiat euch, gell?